Eddie und ich freuen uns auf das 9. Dortmunder Oktoberfest hier auf den Wischlinger Wiesen. Gleich ist es soweit, die Tore werden geöffnet und dann geht es los. 5 Tage lang gibt es hier richtig was zu erleben. Am heutigen Tag wird Almklausi zu Gast sein, diese Ötzi und die Münchner Schichten. Sie sorgen für die richtige Partystimmung am heutigen Tag. Und wir freuen uns, dass es gleich losgeht, denn die Eröffnung schauen wir uns jetzt gleich an. Was in Wacken die heimische Feuerwehrkapelle ist, ist in Wischlingen der Männergesangverein Dortmund-Dossfeld, der, bevor das Fass angeschlagen wurde, das Publikum begeisterte. Mit einem Schlag eröffnete Tom Viert das Dortmunder Oktoberfest 2019 auf den Wischlinger Wiesen. Und es gab erstmal eine Runde Freibier, bevor die Münchner Schichten für die richtige Stimmung sorgten. Oktoberfest. Wir kommen direkt von München, hier jedes Jahr und nun schon zum 9. Mal. Und jetzt wirklich alle, auch die, die besoffen sind, die kriegen die Masse und die kriegen ein Prosit, ein Prosit, der Gemeer. Zurück, links, rechts, vor, zurück, rechts, links, zurück und vor und links. Sag einmal, einige wissen nicht, wo vorne und hinten ist. Ich bin der erste Stargast am Abend, das war Almklausi. Und er begeisterte schon früh am Abend die Besucher im Festzelt auf den Wischlinger Wiesen 2019. Seid ihr gut drauf? Voll am Mick mit Schlager, auch nur T-Shirts, bis ich nicht mehr kann. Oder willst du anziehen? Grill mich in der Sonne. So richtig. Ganz tolles Oktoberfest, hätte ich gar nicht gedacht und gar nicht erwartet, so die Größe. Weil ich komme aus dem Cannstatter Wasen, Stuttgart, da sind ja die Festzeller bis zu 6.000, 8.000 Mann. Aber die Dortmunder können echt gut feiern. Also das um die Uhrzeit, das ist 19 Uhr. Unglaublich, unglaublich. Also Dortmund ist einfach die Nummer 1 hier im Ruhrgebiet bei Oktoberfeste. In meine Badehose. Ich hatte lange gebraucht, bis mich das Ruhrgebiet angenommen hat als Schwabe. Und das durch Mama Lauda hat sich doch ein bisschen alles entwickelt. Auch die Olés, die großen Oberhausen-Olé, auf Schalke-Olé und alles drum und dran haben mich ja jetzt die nächsten 3 Jahre gebucht. Sprich, ich bin wahrgenommen worden, aber ich sehe auch wirklich, das ist ganz anders. Also Ruhrgebiet im Vergleich mit
Hamburg oder Thüringen oder Bayern runter, das ist wie Tag und Nacht. Also Ruhrgebiet kann echt mega feiern, egal wo, Bottrop, Oberhausen, Dortmund, mega ist das wirklich. Wie die das machen, weiß ich gar nicht. Da kommen die zum Event schon um 14 Uhr, das ist aber voll, das Event. Also es ist unglaublich, aber toll. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda. Denn ich sehe hier kein Problem, die Mucke endlich aufzudrehen. Wie heißt die Mutter von Nein, nein, ruhige Schiene geht bei mir nicht. Also was bei mir bleibt, ist natürlich, ich werde immer saubere Texte haben. Ich will kein dicke Titten, kein Ausziehen, das möchte ich einfach nicht haben. Das sind andere gut. Aber ich möchte sauber bleiben und mein nächstes Projekt ist ja, ich war ja im Promi Big Brother Haus und ich mache den großen Bruder neu und habe ihn jetzt schon getestet und ich muss sagen, ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, der Song hat 19 Jahre auf dem Buckel und vor meiner Bühne stehen meistens 23 bis 26, die singen aber alle mit. Also ich glaube, da kann noch was Großes kommen, weil viele DJs das auch nicht mehr auf dem Schirm haben, den großen Bruder. Wir haben jetzt eine neue Frequenz reingemacht, aktueller Sound. Ich glaube, nach Mama Lauda könnte der richtig nochmal, könnte der große Bruder richtig steil gehen. Habe ich so das Gefühl. Bei Mama Lauda hatte ich auch das Gefühl so. Sie hieß Cordula Grün, ich hab sie tanzen gesehen. Dann hab ich sie noch gefragt, ob sie morgen mit mir einen Tee trinken mag. Wo seid ihr? Oder ein Druckkonzentrat. Und die Stimmung ist am ersten Tag natürlich, wie man es auch schon gewohnt ist, hervorragend. Zum 9. Mal gibt es dieses Dortmunder Oktoberfest über 5 Tage. Und am heutigen ersten Tag, wie gerade schon gesehen, Alm Klausi ist dabei. Die Sözi werden wir noch erleben und auf der Bühne ganz klar die Mischerschichten. Natürlich werden hier auch die richtigen Musiktitel gespielt, die jeder kennt. Natürlich Lieder gecovert, wie zum Beispiel auch hier zu hören ist von Helene Fischer. Und wie gefällt dir der heutige Tag? Einfach mega super gut, ganz toll, wirklich. Gleich kommt noch die Sözi. Was erwartest du von dieser Sözi? Was ich von ihm erwarte? Ja. Rockt. Und wie fandst du gerade Almi Klaus? Wie bitte? Der war super. Ja? Ja. Aber am besten bist du. Ja gut, dann viel Spaß noch. Vielen Dank. Danke. Seid ihr Fan von Helene Fischer? Ja. Was ist das Besondere an Helene? Was? Wie gefällt dir Helene? Und wie gefällt dir der heutige Abend? Super. Und dir? Bin der Achterbahn, das ist mein neues Ich. Ihr schreit im neuen Ich. Und ich freue mich von dir. Und wir singen alle. Country roads take me home to the place. Irgendwie gehört das dazu, wenn die Band spielt, dass man auf der Bank steht und mittanzt und mitsingt. Und wie ich schon gesagt habe, ist es so, dass also hier kräftig gesungen wird und natürlich getanzt wird. Ich will mal hier durchgehen. Was wolltest du mir sagen? Eigentlich gar nichts, nur im Fernsehen. Ja, bis jetzt. Dann gefällt dir das hier? Wo sind wir denn? Ja, alles super, super. Klasse Stimmung, alles super. Und wie schmeckt das Bier? Ja, super. Ja. Boden, stark Bier, super. Dann lass dich nicht stören dabei. Viel Spaß weiterhin. Ja. Danke. Was habt ihr? Ihr habt Hochzeit, ja. Silberhochzeit habt ihr und feiert ihr am Oktoberfest? Ja. Wer kam denn auf die Idee? Bitte? Ja. Wer kam denn auf diese tolle Idee? Wir ja, beide. Beide? Wir sind jedes Jahr hier. Und was ist das Besondere für euch beim Oktoberfest hier? Einfach die richtig, richtig gute Stimmung. Und wirklich alle Leute freundlich, lieb und nett. Es ist einfach genial. Und man trifft auch viele Bekannte, muss man sagen, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie lange geht der Abend? Ach ja, bis zum Ende. Aber dann wird heier gemacht, auch wenn man Silberhochzeit hat. Ist egal.
da müssen wir durch. Viel Spaß weiterhin. Dankeschön. Danke. Ciao. Im Hauptzelt ist natürlich richtig Partystimmung, aber man kann sich so ein bisschen mal ausruhen. Wenn man in den Nebenbereich geht, hier gibt es dann mehrere Möglichkeiten, Getränke zu kaufen, um es mal so zu sagen, wie zum Beispiel Cocktails. So you faced it with a smile, there is no need to cry. For trouble's more than this. Ja, hier findet man natürlich auch die richtigen Sportler. Karl-Martin Dietmann vom Deutschen Ringerbund. Karl-Martin, du bist nicht ganz alleine hier, ihr habt einen ganzen Tisch und es sind ja internationale Gäste mit dir. Ja, die haben zwar nichts mit Ringen zu tun, aber wir haben 5 Gäste aus Amerika dabei. Das hängt damit zusammen, dass meine Tochter 2011 ein Jahr zur Schule gegangen ist in Amerika. Und die haben die Gelegenheit genutzt. Es passte gerade, dass der Besuch in Deutschland jetzt ist. Und haben natürlich gesagt, wenn sie schon mal in Dortmund sind, dann darf natürlich das Oktoberfest nicht fehlen. Und deswegen haben wir heute im Tisch mit 5 Deutschen und mit 5 Amerikanern gegessen. Und mein Lieblingstitel war eigentlich Ein Stern, der deinen Namen trägt. Oder auch Wie ein Komet, denn DJ Ötzi, das ist sein Name, ist zurzeit auch der auf der Gipfeltour unterwegs. Und ich bin mir sicher, hier in Dortmund, im Revierpark Wischling, da tobt jetzt die Menge. Und ich frage euch, seid ihr bereit für DJ Ötzi? Ich möchte alle hören, seid ihr bereit für DJ Ötzi? Und hier kommt unser DJ Ötzi! Das zweite Mal bist du hier auf dem Dortmunder Oktoberfest. Was ist für dich das Besondere, hier im Ruhrgebiet aufzutreten? Ein Ruhrgebiet ist grundsätzlich für mich eigentlich immer super, weil einfach ja, die Leute zu mir stehen, sehr loyal und treu seit 20 Jahren und ich natürlich auch zu den Leuten stehe. Was Tatsache ist. Was da abgeht, finde ich auch total toll, weil diese Geschichte so wächst. Ja? Weil ich glaube, natürlich ist es Münchner Oktoberfest größer, aber das ist ja auch hunderte Jahre in dem Sinn gewachsen. Und für diesen Zeitraum, was die Jungs da jetzt aufgebaut haben, ist es echt großartig. Also die können echt Chapeau. Echt, finde ich total super. Dass alle auch in Tracht kommen, gut drauf sind, dass keine negativen Meldungen da rausgehen, weil eben auch gute Security da sind. Also einmalig. Ich bin total nicht überrascht, sondern ich freue mich darüber. Ja? Sehr cool. Also ich versuche, wie gesagt, immer auf die Leute zu hören und ich gebe immer mein Bestes. Manches funktioniert nicht, aber man kann von dem ausgehen, dass sie, wenn die Schütze draufsteht, die Schütze ja drin ist. Weil ich glaube einfach, wenn die Schütze ein, Sorgen aus, weil wenn die beim Leute bei mir sind, geht es ihnen gut und das ist meine Aufgabe. Was für die Zukunft erwarten werden? Neue Titel? Nur der Beste. Ja, nur der Beste. Weil ich auch mein Bestes gebe. Und über unsere Liebe war.
So, jetzt haben wir Almklaus erlebt, wir haben die Jets erlebt und natürlich, klar, die Münchner Geschichten, die am ersten Tag für gute Partystimmung sorgen. Es war einfach ein fantastischer Tag, die Besucher haben Spaß gehabt, wir haben Spaß gehabt und ich bin gespannt, wie der zweite Tag laufen wird. Nämlich jetzt, am zweiten Tag, werden wir gleich Mia Julia begrüßen und wir machen jetzt einen Schnitt und sehen uns dann natürlich wieder hier auf dem Dortmunder Oktoberfest. Am zweiten Tag.